Jo Leute, willkommen bei einer neuen Folge und besser gesagt beim ersten Special von Piano Teil 2. Ja, wir werden jetzt ein bisschen länger aufnehmen und so alles. Wir werden jetzt mal die komplette Playlist durchgehen, also alle hier einmal spielen. Nein, das war es wirklich. Ich grüne mich nicht. Das passt auch ein bisschen zu einer Horror-Map, Alter. Das muss man wirklich zugeben, Leute. Also ich kenne mich in China nicht so gut aus, aber in Japan sehr gut. Ich mag Animes und alles Mögliche, was in Japan passiert. Thank you.
Two Tigers. Mann, ey. Dann Chinese New Year Theme. Alles klar. Alter. Das hat wehgetan. Ich hab das schon vorbei gekommen. Ein paar Beine gibt oder so. Na so. Leute, mal eine Frage. Ich weiß nicht, welches. Ich kenne das Lied, aber ich weiß nicht, wie das richtig heißt. Wenn ihr das kennt, dann schickt mir einfach einen Link. Das, weil ich möchte das gerne mal wissen. Ach, du blöde Scheiße. Also, das heißt Bluestone Alley. Von. Vor. Con 5 Way. Gold Snack Dance. Ich hab drauf gedrückt, Digga, Leute. Ich hab sowas von drauf gedrückt und es ging nicht. Jasmine. Also das hier kenne ich noch gar nicht. Also das habe ich also schon gespielt hier. Aber kenne ich nicht wirklich. Ja, dann mach ich. Komm, ich überlege ein bisschen noch dabei. Thank you.
So, Doll and Beer Dancing, polnischer Folk. Happy Birthday to you, amerikanischer Volk. Wie der aussieht. Okay, ganz böse Mann unten, glaube ich dir. Muss ich mal so hoch werfen. So. Heide Rösslein. Ich hab schon ein Problem bei diesen Zweiern auch schon mittlerweile. Die Vierer sind noch übertrieben da. Ich glaube, ich habe einen heiß geschoben. Ich glaube, eindeutig. Ich hätte noch das zweite Grund, habe ich auf jeden Fall mal heiß geöffnet. Und nun, ja, best, nur best. So, der Painter von polnischer Volk. Doch, Digga. Das wäre wirklich schlecht. So. Nocturne Op 9 Nummer 2 von Chopin. The Ruin of Athen Nummer 4.
Ja. Weil es in A-Minor. Sogar Worte. Ich bin aber auch ein bisschen müde bei den Dings. Por una cubeta. Ist kein Deutscher. Oh mein Gott, wie er sich anhört. Das erinnert mich an die Musik von Tetris irgendwie. Das hat wirklich ähnlich mit Tetris, Alter. Wenn man das Spiel Tetris überhaupt kennt. Tetris ist also ein ganz altes Spiel mit diesen Blöcken, die man drehen kann. Die dann immer eine Reihe voll hat, die explodieren und dann zack hast du Punkte und so. Wild Ob 64 Nummer 1. Ja, Mist, daneben. Ich bin mal so 16, Digga. Den darf sogar Saga Ferry. Sogar. Ja, ich kann es. Der Schwan. Digga. Muss jetzt mal ein bisschen anspielen. Angel with Half Heart on Height. Pretty Lips and Sea Dual Mind. Nein! Null Punkte, Digga. Was ist das mit dem Race? Such mal hier oben, das ist viel besser. Kritschatz Polka. Och nee, das hasse ich. Sunshine. Digga. Sonnte in B-Dur K300. Digga, ich drück halt das gedrückt und es ging die Symphonie Nummer 40 in G. Na, da ist da irgendwie auf links drauf, aber scheiß drauf. G Minor. Oh! Leute, sind jetzt kurz noch einen kurzen Cut wieder. So, jetzt seht ihr, wir haben wieder voll, weil ich habe kurz mein Ding anders gemacht. Ich habe nämlich kurz mein Datum geändert, dann kriegt man nämlich extra. Kannst du mal, wenn ihr vorstellt. Ich mache draus gleich ein Infovideo für Leute.
Alles klar, war nicht dumm, nicht geil, aber scheiß Bock. Eine kleine Nachtmusik von Mozart. Ich kenne dies. Der Brunnen. Karl Bohm. Ach nee, das ist ja dieses ganz schnelle. Warte, warte, warte. Ey, Digga, was ist das für ein Hack? Das leckt total gut auf einmal. Irgendwie kann ich nicht mal meine Augen schließen, wenn ich auch langsam, weil ich müde bin. Spanisch Dances. Ich hau das Spiel echt wirklich. Ich hau echt mein Handy gegen die Wand. Oh ne, Hauswesen, Digga.